Anruf, den Sie gleich hören, dokumentiert einen mutmaßlichen Mord. Aufgenommen hat ihn Ayesha Begum, als sie das Telefon ihres Mannes erreichte. Nur Sekunden, bevor er getötet wurde. Der Getötete ist Akramul Haq. Nur Stunden vorher war er verhaftet worden. Vom Rapid Action Battalion, einer Eliteeinheit der bangladeschischen Polizei, der schon lange Entführungen, Folter und Morde vorgeworfen werden. Doch dies war das erste Mal, dass ihre Brutalität auf Band festgehalten wurde. Die Deutsche Welle und Nature News haben den Fall vor Ort recherchiert. Ich habe gesagt, sie sollen die Tür abschließen. Sie sammeln sich vorm Haus. Wir haben mit Opfern gesprochen. Sie haben mir immer wieder eine Pistole an den Kopf gehalten und gesagt, wenn du einen letzten Wunsch hast, raus damit, du wirst gleich sterben. Und zum ersten Mal sprechen auch zwei Rap-Insider. Normalerweise wird aus kurzer Entfernung geschossen. Rap ist ein Killerkommando. Sie sagen, das durch den Anruf enthüllte Verbrechen sei Teil eines umfassenden Systems, mit Beteiligten auf höchster Ebene. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass der Innenminister ohne Zustimmung der Premierministerin einen solchen Befehl erteilt. Das Innenministerium bestreitet die Anschuldigungen. Was also ist das Rapid Action Battalion? Und warum stoppt es niemand? Wir sind nach Bangladesch gereist, um die Vorwürfe gegen das RAB, das Rapid Action Battalion, zu untersuchen. Diese aus Polizei- und Militärangehörigen bestehende Spezialeinheit wurde nach den Anschlägen vom 11. September im Zuge des von den USA geführten Kriegs gegen den Terror ins Leben gerufen. Zu dieser Zeit hatte Bangladesch zunehmend mit Terrorismus zu kämpfen. Das Rapid Action Battalion wurde auf Anraten der US-amerikanischen und britischen Regierung gegründet, von ihnen ausgebildet und mit Ausrüstung versorgt. Heute ist RAB eine 13.000 Mann starke Truppe. Dank ihnen gibt es in Bangladesch keinen Terrorismus mehr. Doch dem RAB wurde von Anfang an Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Sie sind der Meinung, dass es sehr lange dauert, jemanden strafrechtlich zu verfolgen. Und manchmal kommen die Leute gegen Kaution frei und nehmen ihre kriminellen Aktivitäten wieder auf. Deshalb setzt sich das RAB über das Gesetz hinweg und tötet Menschen. Wir sind gekommen, um diese Verbrechen näher zu beleuchten. Unsere erste Spur ist der Mord an Akramul Haq. Und die erste Person, mit der wir sprechen wollen, ist seine Frau. Doch wir wollen nicht, dass sie uns jemand bemerkt. Wir wissen, sie wird beobachtet. Also machen wir uns im Schutz der Dunkelheit auf den Weg zu ihrem Haus. Damals hatten wir nur ein Zimmer. Wir haben zu viert in einem Bett geschlafen und hatten nicht einmal genug Platz zum Beten. Er liebte seine Töchter. Egal wie weit entfernt er war, wenn er hörte, dass seine Töchter in Schwierigkeiten steckten, verließ er seine Verabredung und kam zurück nach Hause. Ihr Ehemann wurde bereits 2018 getötet. Doch ihr bescheidenes Haus ist immer noch erfüllt von Trauer über seine Abwesenheit. Natürlich tut es weh. Doch mein Vater wollte, dass es uns gut geht. Und genau das versuchen wir. Ihm zuliebe. An dem Tag, an dem er getötet wurde, sagt seine Frau, habe wiederholt ein Mann vom militärischen Geheimdienst angerufen und um ein Treffen gebeten, um ein Grundstücksgeschäft zu besprechen. Zunächst lehnte Akramul Haq ab. Es war Ramadan und schon spät. Wir vertrauten ihnen, weil er in nichts verwickelt war. Sie würden ihm bei dem Treffen nichts tun.
Er sagte, so Gott will, werde ich zurückkommen. Geht beide schlafen, ich komme wieder. Diese Straße fuhr Huck an dem schicksalhaften Abend entlang, um sich mit dem Mann zu treffen, der ihn in eine Falle lockte. Wir haben die Lobby des Hotels, in dem das Treffen stattfand, heimlich gefilmt. Nach dem Treffen wird Huck an das Killerkommando übergeben. Kurze Zeit später erreicht ihn seine Frau zum letzten Mal. Wir wissen nicht, ob er ihren Anruf selbst angenommen hat oder die Verbindung automatisch aufgebaut wurde. Doch das Telefonat kam zustande. Seine Frau nahm auf, was dann geschah. Hallo, ich möchte mit dem Bürgermeister sprechen. Wer hat den Anruf angenommen? Ich bin seine Frau. Diese Tonaufnahmen sind ein unmittelbarer Beleg dafür, wie so eine Operation inszeniert wird. Im Wesentlichen eine Inszenierung, wie eine Bühnenaufführung. Dies ist einer von zwei Informanten, die uns geholfen haben, die Verbrechen des Rap aufzudecken. Tagelang haben wir sie interviewt und ihre Geständnisse überprüft. Doch wir dürfen nicht zu viel verraten. Wir haben sie getrennt, im Gegenlicht befragt und ihre Antworten nachgesprochen, um ihre Gesichter und Stimmen zu verbergen und sie so vor dem Rap zu schützen. Sie würden alles tun, um mich zu bestrafen. Sie könnten sogar eine außergerichtliche Hinrichtung inszenieren. Deshalb verberge ich hier mein Gesicht. Sie sind nämlich die Ersten, die im Rap gedient haben und darüber sprechen. Ich habe an außergerichtlichen Hinrichtungen, Folterungen und Ermittlungen teilgenommen. Während meiner Zeit beim Rap habe ich Schießereien mit Kriminellen, Tötungen und Schmiergeldzahlungen miterlebt. Wir konnten nicht jedes Detail ihrer Schilderungen überprüfen, da geheime Operationen offenbar mündlich angeordnet würden, um schriftliche Spuren zu vermeiden. Doch ihre Aussagen halfen uns zu rekonstruieren, wie die Operation, die Huck das Leben kostete, wahrscheinlich ablief und wer die Verantwortung dafür trug. Hucks Ermordung war kein Einzelfall, sondern ein Beispiel für die systematischen Menschenrechtsverletzungen durch das Rap. Eine makabre Darbietung, die sich bereits hunderte Male wiederholt hat. Im Mittelpunkt des ersten Akts steht die Überwachung des Opfers, oder besser gesagt, des Ziels. Wir betrachten die Person nicht als Person, sondern als Ziel. In gewisser Weise vergessen wir, dass die Person, die wir ins Visier nehmen, ein Leben, eine Familie und einen Platz in der Gesellschaft hat. Wir haben unsere Quelle gebeten, uns die Szene einer außergerichtlichen Hinrichtung beispielhaft zu zeichnen. Stellen Sie sich vor, dies sei eine Straße und das ein Bach. Der erste Minivan würde hier anhalten. Sie würden hier und hier eine Barrikade errichten, um den Verkehr abzusperren. Wir verwenden zivile Lieferwagen mit getönten Scheiben. Jeder Rap-Einsatz ist einzigartig. Doch viele haben Requisiten und Verfahrensweisen gemein, die auch in Hucks letztem Telefonat im Mittelpunkt stehen. Die Person, die mit ihm gesprochen hat, bevor das Feuer eröffnet wurde, wollte ihn wahrscheinlich ablenken. In der Regel werden zum Fesseln weiche Tücher verwendet, damit keine Spuren am Körper zurückbleiben. Normalerweise wird aus einer Entfernung von 30 bis 60 Zentimetern geschossen, sodass das Mündungsfeuer weder die Kleidung noch die Haut des Ziels berührt. Ah!
Nachdem auf die Zielperson geschossen wurde und sie verblutet, beginnt der zweite Akt, die Vertuschung des Mordes als Schießerei. Zum Beispiel wird der Person eine Waffe in die Hand gelegt. Leere Patronenhülsen werden um die Leiche herum verstreut. Wir konnten die Stimmen von zwei Männern in der Aufnahme identifizieren. Beide dienten zur Zeit des Mordes beim RAP. Ihre Beteiligung bringt die Eliteeinheit direkt mit dem Fall in Verbindung. Wenn Sie es wie eine Drogenangelegenheit aussehen lassen wollen, werden Sie auf jeden Fall in seiner Hosentasche oder der Tasche, die er bei sich trägt, Drogen platzieren. Dem offiziellen Polizeibericht zufolge erhielt das RAP den Hinweis über einen Drogendeal. Demnach konnten alle Dealer entkommen, bis auf einen, der bei der Schießerei getötet wurde. Akramul Haq. Doch seine Frau weist diese Anschuldigungen zurück. Er war nie in so etwas verwickelt und ist immer gegen Drogenhändler gewesen. Außerdem stimmt der Bericht nicht überein mit dem aufgezeichneten Telefonat, das nicht einmal erwähnt wird. Die Rekonstruktion macht deutlich, dass RAP alles unternimmt, keine verräterischen Spuren zu hinterlassen. Doch es gibt welche. Denn die Vorgehensweise ist so systematisch, dass Muster entstehen, die die Handschrift von RAP erkennen lassen. Zurück zu dieser Zeichnung. Ein Ort wie dieser ist nicht so leicht zu finden. Er muss abgelegen sein, leicht zu kontrollieren, frei von Kameras und gut zu inspizieren. Sie nutzen diese Orte immer wieder, um die Organisation zu erleichtern und um die Abläufe zu beschleunigen. Nach Angaben der ehemaligen Kommandeure sind dies einige gängige Hinrichtungsorte. Ja, ich glaube, dieser Bereich und dieser Bereich. Und das stimmt mit dem überein, was wir in Haqs Fall herausgefunden haben. Er wurde an einem dieser Orte hingerichtet. Hier auf der Küstenstraße im Südosten von Bangladesch. Einmal habe ich während eines Einsatzes, den ich leitete, mit meiner Uhr die Zeit gestoppt. Es dauert mindestens 20 Minuten, bis sie sterben. 20 Minuten lang hört man stöhnen. Dann hört es langsam auf. Nach Angaben der ehemaligen RAP-Kommandeure werden die meisten Opfer nicht sofort getötet, sondern man lässt sie verbluten. Es ist uns gelungen, den Obduktionsbericht von Haq in die Hände zu bekommen. Er zeigt das gleiche Muster. Schusswunden im Oberkörper, Tod durch Verbluten. Am Ende des letzten Aktes warten Belohnungen auf die Darsteller. Für jede Operation gibt es Punkte. Am Ende des Monats werden die Punkte jedes Bataillons zusammengezählt und das Bataillon mit den meisten Punkten wird zum Sieger erklärt. Unser zweiter Informant hat bestätigt, dass solche Wettbewerbe existieren. Beide erzählten uns, dass die RAP-Offiziere versuchen, am Ende des Monats möglichst viele Punkte gesammelt zu haben, um den anderen Teams voraus zu sein. Nach Durchsicht der von Aktivisten zusammengestellten Daten über gemeldete Schießereien wird eine Tendenz deutlich. Nahezu die Hälfte aller Tötungen findet im letzten Drittel eines Monats statt. Diese Daten beruhen auf Medienberichten und sind möglicherweise lückenhaft. Der Telefonanruf, unsere Quellen und die Datenlage zeichnen ein düsteres Bild der RAP-Verbrechen. Was die Frage aufwirft, warum unternimmt niemand etwas dagegen? Nicht nur die derzeitige Regierung von Bangladesch, sondern alle Regierungen, die seit der Existenz des RAP an der Macht waren, haben geschwiegen und waren nie bereit, die Bedenken über Menschenrechtsverletzungen innerhalb des RAP anzuerkennen.
Dass die Regierungen nicht bereit waren, zuzugeben, dass es ein Problem gibt oder sogar eine Untersuchung notwendig ist, deutet für mich darauf hin, dass sie etwas zu verbergen haben. Mit Regierung ist in Bangladesch Sheikh Hasina gemeint. Sie ist die Vorsitzende der Awami-Liga und seit 14 Jahren Premierministerin. Seit ihrer Regierungszeit werden dem RAP nicht nur inszenierte Schießereien, sondern auch andere verdeckte Operationen vorgeworfen. Entführung und Folter. Das Innenministerium teilte uns mit, dass nach seinen Untersuchungen die Anschuldigungen nicht glaubwürdig zu sein scheinen. In der Hauptstadt Dhaka treffen wir jemanden, der die Regierung für die Verbrechen des RAP verantwortlich macht. Das RAP hat meinen Bruder aufgegriffen. Er ist seit 10 Jahren verschwunden. Dies ist Sanjida Islam Tuli, die Sprecherin eines Vereins von Familien, deren Väter, Brüder und Ehemänner vom RAP entführt wurden. Er heißt Maya Dark, der Ruf der Mütter. Ich war die Jüngere. Wohin ich auch ging, er hielt meine Hand. Ich konnte nichts unternehmen, das macht mich fertig. Ich habe immer noch nicht herausgefunden, was mit ihm passiert ist. Aber ich werde, egal was kommt, bis zu meinem letzten Atemzug dafür kämpfen. Sie treffen sich häufig zu Kundgebungen, um die Regierung zum Handeln zu bewegen. Viele der Entführten waren, genau wie Sanjidas Bruder, örtliche Aktivisten der BNP, der größten Oppositionspartei Bangladeschs, und wurden im Vorfeld der Wahlen 2014 und 2018 aufgegriffen. Dies scheint sich mit den Behauptungen der Informanten zu decken, dass RAP handele auf Anweisung der Regierung. Bei einem politischen Ziel würde die verbindliche Entscheidung auf jeden Fall vom Innenministerium getroffen werden. Vor einer Schießerei musste man die Genehmigung des Innenministeriums einholen. Und wenn der Innenminister einen solchen Befehl gegeben hat, ist es höchst unwahrscheinlich, dass die Premierministerin nichts davon wusste. Sie haben auch eine traurige Nachricht. Dieses Interview ist eine Botschaft für diejenigen, die auf die Rückkehr ihrer Lieben warten. Sollten sie schon 1 oder 2 Jahre fort sein, liegt die Chance, dass sie lebend zurückkehren, bei weniger als 1%. Das bangladeschische Innenministerium hat die Vorwürfe einer Beteiligung der Premierministerin oder des Innenministers als böswillig und politisch motiviert zurückgewiesen. Nach kurzer Zeit müssen wir unser Treffen mit Sanjida Islam abbrechen. Die beiden Personen standen an diesem Straßenstand. Mehrere Männer, einige in Uniform, nähern sich dem Haus. Wir fahren mit einem anderen Auto weg, um sie abzulenken. Ich habe gesagt, sie sollen die Tür abschließen. Sie sammeln sich vorm Haus. Wir wissen nicht, ob wir verfolgt wurden oder nicht. Doch es wäre nichts Ungewöhnliches für Sanjida. Nur ein Beispiel für die ständigen Schikanen, denen sie und ihre Freunde ausgesetzt sind. Diese Familien hoffen darauf, ihre Liebsten wiederzusehen. Sie wissen nicht, was mit ihnen passiert ist, nachdem RAP sie verschleppt hat. Doch wir haben auch mit jemandem gesprochen, der das sehr gut weiß. Diesen Abend werde ich nie vergessen. Das Klopfen an meiner Tür, wie ich sie öffnete, und den Schlag ins Gesicht, das kann ich nicht vergessen.
Dies ist Nafis Mohammed Alam. Er wurde am 3. November 2021 verhaftet, wie dieser Nachrichtenbericht zeigt. Ihm wurde vorgeworfen, illegal Alkohol verkauft zu haben. In Bangladesch eine staatlich kontrollierte Substanz. Wir haben das Gebäude gefilmt, in das er nach seiner Verhaftung gebracht worden sein soll. Dies ist die Frontansicht des Hauptquartiers von RAB 1. Im ersten Stock in der rechten Ecke befindet sich eine Folterzelle. Dies ist der Eingang der Zelle. Es ist ein offener Raum mit einem Stuhl und einem Haken, an dem man aufgehängt werden kann. Ich war entsetzt und fragte mich, was das für ein Ort war. Als ich in diese Zelle gebracht wurde, habe ich gesehen, dass dies eine sehr gut ausgerüstete Folterkammer ist. In jedem Raum gibt es ein verstecktes Soundsystem. Mit Hilfe dieser Geräusche werden auch psychische Traumata erzeugt. Wir konnten eines dieser Geräusche identifizieren. Laut Alarm wurde er in den folgenden 36 Stunden gefoltert, insbesondere von einer bestimmten Person. Major Navid Kaiser. Navid Kaiser gilt als einer der Folterer des RAB. Wir haben ihn mit den Vorwürfen konfrontiert, doch er hat nicht reagiert. Navid Kaiser ist ein wenig arrogant. Ich kenne niemanden, der ein gutes Verhältnis zu ihm hat. Alarm erzählt, sein Peiniger hätte die Journalisten gebeten, sein Gesicht nicht zu filmen. Doch mit Hilfe dieser Aufnahme konnten wir ihn identifizieren. Ein Beweis, dass er vor Ort war. Außerdem gab es in dem Raum eine Playstation und einen Fernseher. Während ich geschlagen wurde, spielte Navid Kaiser Just Cause 3 auf der Playstation. Er wies sie an, den Haken an den Handschellen an meinem Bein zu befestigen. Dann drückte Kaiser einen Schalter und der Haken zog mich hoch. Alarm sagt, er sei geschlagen worden und habe Elektroschocks bekommen. Doch sein Leben wurde verschont. RAB erstattete Anzeige gegen ihn und übergab ihn der Polizei. Noch gezeichnet von der Folter wurde er inhaftiert und wusste nicht, was ihm bevorstand, als ihn am 10. Dezember 2021 um 19 Uhr eine unerwartete Nachricht erreichte. Die USA haben Sanktionen gegen Dutzende Vertreter ausländischer Regierungen wegen Menschenrechtsverletzungen bekannt gegeben. Darunter auch Personen aus China und Bangladesch. Es handelt sich um Polizeiangehörige von Bangladesch, denen außergerichtliche Hinrichtungen zur Last gelegt werden. Sie können sich nicht vorstellen, wie sehr die Leute im Gefängnis vor Freude schrien. Sie schlugen ihre Metallteller gegeneinander. Die Stockwerke waren erfüllt von Freudenschreien. Alle waren überglücklich. Die USA verhängten diese Sanktionen, obwohl sie das RAB seit vielen Jahren ausgebildet und mit Ausrüstung versorgt hatten. Auch wegen seiner Beteiligung an einer schweren Menschenrechtsverletzung, nämlich der außergerichtlichen Hinrichtung von Akramul Haq. Die Wirkung war bemerkenswert. Die Zahl der Tötungen ging umgehend zurück. Viele Bangladescher begrüßten die Sanktionen zudem als erstes Zeichen einer lang erwarteten Abrechnung mit einer Regierung, die nahezu ungestraft ihre Macht ausüben konnte. Auch wenn in Bangladesch niemand seine Stimme dagegen erheben kann, so sind andere Länder der Welt doch besorgt darüber, was hier geschieht. Die Sanktionen waren für uns wie ein Licht am Ende des Tunnels. Doch die Straffreiheit blieb. So wichtig die Sanktionen auch waren, sie betrafen nur 7 namentlich genannte hochrangige Beamte. Unzählige andere kamen davon. Mit Mord, Entführung und Folter. Erinnern Sie sich an dieses Gesicht? Navid Kaiser, einer der mutmaßlichen Folterer des RAB, wurde nicht in die Sanktionsliste aufgenommen. Im Gegenteil, ihm wurden zusätzliche Aufgaben übertragen. Die von uns identifizierten Beteiligten an der Ermordung von Haq standen ebenfalls nicht auf der Liste. Und der Mann, der ihn in die Falle gelockt hatte, erhielt sogar einen lukrativen Posten bei den UN-Friedenstruppen.
Soweit ich weiß, hat jeder nach seinem Dienst im RAP an einer UN-Friedensmission teilgenommen. Und obwohl die Zahl der Hinrichtungen nach den Sanktionen zurückgegangen ist, begeht das RAP weiterhin Verbrechen. Und da Anfang nächsten Jahres Parlamentswahlen anstehen, könnte das RAP noch gefährlicher werden. Die Menschenrechtslage in Bangladesch verschlechtert sich vor jeder nationalen Wahl. Aufgrund der Erfahrungen bei den letzten drei, insbesondere den letzten beiden Wahlen, gibt es genügend Gründe zu glauben, dass die Machthaber mit allen Mitteln versuchen werden, an der Macht zu bleiben. Das RAP wurde in erster Linie zur Terrorismusbekämpfung gegründet. Doch jetzt terrorisiert es selbst viele Menschen in Bangladesch. Solche Einheiten neigen leider dazu, Gewalt anzuwenden, weil sie nicht zur Verantwortung gezogen werden. Es gibt nicht nur Hinweise darauf, dass das RAP seine besonderen Befugnisse und Instrumente dazu nutzt, das Rechtssystem zu umgehen und Verbrechen zu verüben, sondern auch darauf, dass die Eliteeinheit selbst als politisches Instrument genutzt wird. Ich werfe der Regierung vor, sich das RAP zunutze zu machen, um unbescholtene Bürger von Bangladesch zu töten, zu entführen und zu foltern und dadurch ihre Macht zu erhalten. Diese Anschuldigungen sind nicht neu, doch unsere Recherche und die bisher nie dagewesenen Aussagen zweier RAP-Insider machen es schwieriger, sie zu ignorieren. Diese Aussagen sind so wichtig, weil sie von Insidern stammen. Von denen, die genau wissen, was vor sich gegangen ist. Das wird noch mehr Fragen aufwerfen. Vor allem eine Frage. Was kann getan werden, um den Verbrechen des RAP ein Ende zu setzen? Jeder, der dafür Verantwortung trägt, muss identifiziert und auf die Sanktionsliste gesetzt werden. Sollte das bedeuten, dass die höchste Staatsebene ins Visier genommen wird, dann muss auch das geschehen. Das RAP sollte abgeschafft werden. Eine solche Einheit sollte es in einem Land wie Bangladesch nicht geben.